Hallo liebe Tieftonliebhaber, ich wurde neulich mal gefragt, wie man die Saiten wechselt bzw. wie man die Saitenlage neu einstellt, wenn man die Saiten gewechselt hat, an einem Bass, an dem man nur schwer an den Spannstab rankommt. In dieser Vlogfolge wechsle ich die Saiten und stelle den Hals neu ein bei genau so einem Bass. Los geht's! Und das ist das Opfer, eine Fender Precision Bass. Ich habe hier Labella Nylon Saiten drauf. Super Saiten eigentlich. Also das sind so Nylon Saiten mit einem Stahlkern. Die spielen sich sehr weich. Ja, ich merke aber, die setzen sich nicht so gut durch. Und deshalb will ich wieder meine Dunlop Flatwounds draufziehen. Die finde ich einfach besser für den Rockjob, den ich damit spielen will. Und ihr seht, hier kommt man nicht an den Spannstab ran. Das heißt, man müsste erst das Pickguard abschrauben. Das habe ich das erste Mal gemacht. Aber dann kam ich dahinter, dass der Hals direkt auf dem Body liegt, also dass es hier unter dem Pickguard keine Aussparung gibt. Das heißt, also wie man die Saitenlage einstellt bei so einem Bass, das zeige ich euch jetzt. Als erstes müssen alle Saiten runter von diesem Bass. So ist es normal. So, als nächstes muss man den Hals abschrauben. Und das macht man mit den Schrauben hier hinten. Die vier Schrauben müssen losgedreht. Und jetzt seht ihr, dass es hier die Schraube für den Spannstab gibt. Und jetzt habe ich mir gemerkt, oder ich hoffe, dass ich mir gemerkt habe, wie weit ich diese Schraube locker gedreht habe. Damit nämlich die Saitenlage nicht zu flach ist, weil die Labella-Saiten wesentlich flexibler sind. Die Dunlop-Saiten sind wesentlich straffer und das heißt, sie ziehen den Hals wesentlich weiter nach vorne. Das heißt also, die Labella-Saiten, die waren nicht so straff und sie haben den Hals nicht so weit nach vorne gezogen. Das heißt, die Saitenlage wurde sehr flach. Ich musste den Halsspannstab ein bisschen locker drehen, damit die Saiten oder damit der Saitenzug den Hals wieder ein bisschen nach vorne zieht. Das ist jetzt genau andersrum. Also ich muss den Halsspannstab, weil der Zug wieder mehr wird, den muss ich jetzt wieder anziehen, dass er diesem Zug entgegenwirkt und der Hals wieder ein bisschen gerader wird. Sonst ist die Saitenlage viel zu hoch jetzt. Und das mache ich mal eben. Aber das mache ich jetzt mit einem normalen Handschraubenzieher, keinem elektrischen. Was haben wir gesagt? Ich muss den Spannstab festdrehen. So. Das müsste schon reichen. Ich probiere es mal aus. Und das Blöde ist eben, dass man jetzt den Bass wieder komplett erst zusammenbauen muss und die Saiten draufziehen muss und dann probieren muss, wie er sich verhält. Und erst dann kann man sagen, ob die Saitenlage gut ist. So, der Hals ist wieder fest, jetzt muss ich die Saiten draufziehen. Halt, stopp! Ich glaube, ich will gar keine Flatwounds drauf haben. Das habe ich jetzt so lange gehabt. Also wieder runter. Ich mache, denke ich, einfach ein paar frische Roundwounds drauf. Und dazu nehme ich hier diese Nickel Wound Super Bright von Dunlop. Und was ich immer mache, ist ein super Trick. Ich schreibe das Datum von heute auf das Case. Der 3. Dezember. Dann weiß ich beim nächsten Saitenwechseln, wie lange die Saiten gehalten haben. Dann, bevor ich sie ganz festziehe, drehe ich immer noch mal die Saiten oder lasse sie so ein bisschen zwischen den Fingern zwirbeln, halte sie hier oben im ersten Bund fest mit der linken Hand und
zwirbel dann, dass sie hier sozusagen locker hier hinten und zwirbel dann so, dass sie wirklich ganz locker liegen und sich nicht irgendwie verdreht haben. Stimmen machen wir gleich richtig, dass sie so ungefähr ein bisschen auf Spannung kommen. Aber durch das Drehen und das Drumwickeln hier oben an der Mechanik bekommt die Saite in sich einen Twist, also ein Dreh wird gedreht. Und jetzt, bevor die wieder ganz fest ist, ihr seht es, hinten der Plöckel hier, der dreht sich dann und so, dass es sich so anfühlt, als ob die Saite ganz locker ist und natürlich liegt oder natürlich aufgezogen ist. So, eben kurz richtig stimmen. Jetzt ziehe ich immer noch so ein bisschen an den Saiten, ne? Mal nach hinten, mal nach vorne. So. Ihr werdet sehen, dann sind sie auch gleich schon wieder eine ganze Ecke tiefer. Und vor allem muss man hier hinten den guten Knick reinkriegen. So, mal gucken, wie es klingt. Ich bin jetzt mal gespannt. Ja, ich muss sagen, spielt sich super. Die E-Saite ist ein bisschen hoch, aber ich glaube, das liegt eher daran, mal gucken, ja, nicht so sehr an der Krümmung des Halses, vielleicht ein bisschen, aber die G-Saite ist gut, insofern, das ist nur die E-Saite, die ein bisschen zu hoch ist, also die werde ich lieber hier hinten ein bisschen runterstellen. Denn die G-Saite und die D-Saite, die spielen sich gut. Und nur die E-Saite ist ein bisschen hoch. A-Saite vielleicht ein bisschen, also die werde ich gleich hier hinten ein bisschen runterschrauben. Aber ich glaube, es knurrt ganz gut. Wenn ich es ein bisschen zudrehe. Und ihr merkt, es schnarrt nirgendwo bei der A-Saite. Hier oben fängt es so ein bisschen an, aber das ist nicht schlimm. Ja. Und ich spiele ziemlich fest. Ja, ist schon wieder ein bisschen verstimmt. Na, der Bass ist jetzt zumindest bespielbar. Ich werde ihn einfach mal über Nacht liegen lassen, damit die Stärke der Saiten sich ein bisschen in das Instrument biegen kann sozusagen. Und morgen nochmal feintunen. Super. Ich habe euch hoffentlich einen guten Eindruck geben können, wie das so ist, die Saiten zu wechseln bei einem Instrument, wo man eben nicht an den Spannstab rankommt, sondern den ganzen Hals abschrauben muss. Es ist einfach ein bisschen blöd, weil man immer ein bisschen probieren muss. Ja, der Hals muss einfach runter, um die Schraube einstellen zu können. Und deshalb merkt euch gut, wenn ihr was verändert habt, inwieweit ihr gedreht habt und wie es ungefähr war, dann könnt ihr den Bass wieder schneller fit kriegen. Das war's von mir. Danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß.